Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Im letzten Video haben wir uns ja so ein bisschen mit Kristallstrukturen beschäftigt. Das heißt, wir sind quasi auf mikroskopischer Ebene dabei zu verstehen, wie Werkstoffe eigentlich aufgebaut sind und warum sie sich dann so verhalten, wie man das auf makroskopischer Ebene sieht, wenn man zum Beispiel einen Zugversuch macht. Und bei der Beschreibung von Kristallgittern war ich die Antwort schuldig geblieben, wie das jetzt eigentlich mit dicht gepackten Ebenen und Geraden ist. Was soll das bedeuten? Schauen wir uns doch mal ein kubisch raumzentriertes Kristallgitter an. Das sähe ja irgendwie so aus. Eine kubische Kristallanordnung wäre einfach. Das ist ja dann nun mal einfach ein Kubus. Deswegen heißt das konsequenterweise so. Und wenn man jetzt eine raumzentrierte Anordnung hat, dann würde man hier in diesem Kristallgitter in der Mitte nochmal eine Kugel in unserer Modellvorstellung finden. Und wenn wir das jetzt hier beschreiben wollen, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass das was damit zu tun hat. Wie groß ist da eigentlich die Packungsdichte? Die wiederum hängt von der Art der Kristallordnung ab. Das haben wir uns alles angeguckt. Und jetzt ist noch interessant für das Verformungsverhalten von Werkstoffen beispielsweise, in welcher Richtung ist denn hier eine besonders dicht gepackte Ebene und in welcher Richtung ist eine besonders dicht gepackte Gerade? Und um das zu beschreiben, benutzt man kein konventionelles Koordinatensystem mit irgendwelchen geraden Darstellungen, so wie man das aus der Oberstufe kennt, sondern die sogenannten Millerschen Indizes. Jetzt gucken wir mal, wenn man hier so schräg durch den Kubus geht, dann käme man ja wahrscheinlich auf die am dichtesten gepackte Gerade. Dichtest gepackte Gerade. Man kann natürlich ehrlicherweise dazu sagen, jede Diagonale, die hier durchführt und irgendwie drei Kugeln erwischt, sprich zwei Eckkugeln in der Mitte, würde auf das zutreffen. Das bedeutet also, dass es in diesem Fall hier nicht eindeutig. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und das ist das Schöne an den Millerschen Indizes, die können wir gleich mit einer Angabe im Block erschlagen. Und dann gibt es auch noch eine am dichtesten gepackte Ebene und das ist eine, die quasi in dieser Geraden liegt oder andersrum, die Gerade liegt in dieser Ebene. Denn wenn wir jetzt hier so schräg durchschneiden, das bedeutet, wenn man von oben drauf guckt, dann kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen. Von oben sähe diese ganze Angelegenheit ja irgendwie so aus. Dann sieht man schon, die dichteste Ebene ist natürlich von oben nur ein Strich, aber wäre genau diese. Und die Gerade wäre auch von oben betrachtet so ein Strich. So, diese dichtest gepackte Ebene könnten wir auch nochmal gerade bezeichnen. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie beschreibt man denn, dass man das jetzt meint, was ich hier so bunt in meine Prinzipskizze gemalt habe. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und da gibt es dann zwei unterschiedliche Verfahren, je nachdem, was man so geometrisch beschreiben will. Wir fangen mal an mit der Ebene. Es ist im Grunde genommen keine Hexenwissenschaft, aber wenn man dann in der Klausur da sitzt, macht man schnell mal einen Flüchtigkeitsfehler. Deswegen lohnt es sich, das Ganze mal gerade eben in Ruhe mit anzugucken. Also, wir fangen mit einer Ebene an und der erste Schritt ist der folgende Schnittpunkte der Ebene mit konventionellem Koordinatensystem. Damit man sich das jetzt vorstellen kann, turne ich das unten links mal parallel so ein bisschen mit und sehe zu, dass das alles auf eine Seite passt. Das sähe dann ja irgendwie so aus. Die Koordinaten, die taufen wir jetzt einfach mal irgendwie meinetwegen x falsch. Das hier ist dann natürlich die x-Achse, y und z. Und jetzt brauchen wir zu unserem Glück noch eine Ebene. Blau ist ja hier noch so ein bisschen unbedarft, deswegen nehmen wir das mal. Und damit das einigermaßen realistisch aussieht, versuche ich das auch mal richtig zu zeichnen. So könnte jetzt beispielsweise die Ebene aussehen in dem Kristallgitter, die wir beschreiben wollen. Wenn man jetzt irgendwo in eine Ecke den Ursprung des Koordinatensystems gelegt hätte mit diesen Koordinaten, dann könnte man zum Beispiel sagen, der Verlauf ist jetzt hier entsprechend 4, 2, 3 mit diesen Schnittpunkten. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wenn wir diese Schnittpunkte aufgeschrieben haben, ist ja nur konsequent, wenn man die dann auch mal erfasst. Das wäre ja dann in diesem Fall 2, 4, 3 mit diesen entsprechenden Klammern außen drum. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir als nächstes die Kehrwerte davon. Bildung der
Kehrwerte. Es gibt so Leute, die gucken auf so eine Ebene und können die Millerschen Indizes sofort ableiten. Wenn man das nicht kann, hilft also wirklich dieses Kochrezept, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig kompliziert erscheint. Das wäre ja dann jetzt hier ein Halb, ein Viertel, ein Drittel. Und damit sind wir fast am Ende, denn jetzt müssen wir multiplizieren mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen des Nenners. Was war das denn nochmal? Das kommt einem doch aus der 6. Klasse irgendwie bekannt vor. 2, 4 und 3 sind jetzt ja irgendwie Brüche und Brüche sind immer doof. Deswegen ist das Ziel, dass wir jetzt hier natürliche Zahlen erreichen. Und zwar die, die irgendwie hier als kleinstes gemeinsames Vielfaches dieser Zahlen entstehen. Und dafür konzentrieren wir uns auf den Nenner, weil im Zähler steht sowieso eine 1. 2, 4, 3. Die Holzhacker-Methode ist ja einfach irgendwie, die mal alle miteinander zu multiplizieren und dann mal zu gucken, ob es noch ein kleineres gemeinsames Vielfaches gibt. 2 und 4 und 3, was käme da raus? 4 und 3 ist 12, mal 2 ist 24. 24 ist ein bisschen groß, denn 12 würde ja reichen, denn 12 ist auch durch 2 teilbar. Damit haben wir dieses große Rätsel schon gelöst und multiplizieren das mit 12. Was kommt da raus? 1,5 mal 12 ist ungefähr 6. Dann 3 und 4. Und damit haben wir tatsächlich in diesem Fall auch schon das Ergebnis gefunden. Das wäre also die Darstellung der Millerschen Indizes für genau diese Ebene. Und wenn man das jetzt mal weiter verfolgt, gibt es da Standardlösungen, die uns zum Beispiel auch interessieren könnten. Nämlich, wenn man mal das Beispiel anguckt, von dem wir gestartet waren, dann würde das ja irgendwie so aussehen, dass man, wenn man sich so ein Koordinatensystem da reinmalt, irgendwie eine Ebene hat, die so aussieht. Und das Schöne ist, wenn die Schnittpunkte vom Betrag her gleich sind, dann kann man sich diese Methode mit den Kehrwerten sparen. Denn jetzt könnte man ja beispielsweise sagen, das hier ist jetzt eine 1 und das ist auch eine 1. Und wenn man jetzt die Kehrwerte und dieses Multiplizieren mal rauslässt, weil die Zahlen alle gleich sind, man es eh kürzen kann, stellen wir also fest, die Darstellung für diese Ebene in Millerschen Indizes, also für die am dichtesten gepackte Ebene im kubisch raumzentrierten Kristallgitter, wäre dann entsprechend 1, 1 wegen zwei Schnittpunkten mit der X- und Y-Achse. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass die Z-Achse gar nicht geschnitten wird. Das lösen wir über eine 0. Also 0, kein Schnittpunkt mit der Z-Achse, weil parallel. Ja, damit sieht man also, es ist relativ machbar, je nachdem, was man dann da jetzt für unangenehme Ebenen bekommt, die irgendwie völlig schief im Raum liegen, ist es ein bisschen mehr Fummelei über die Kehrwerte, aber immer noch ein lösbares Problem. Und jetzt hatte ich am Anfang ja gesagt, auch die am dichtesten gepackte Gerade könnte noch interessant sein. Deswegen schauen wir uns das Vorgehen für eine Gerade auch nochmal eben an. Zum Beispiel für die folgende. Wir wollten uns ja so eine Diagonale angucken, die irgendwie da so im Raum drin liegt. Wie könnte das dann funktionieren? Also der erste Schritt ist, die Gerade in den Ursprung parallel verschieben. Gerade in den Ursprung parallel verschieben. Das könnte dann ja beispielsweise, wenn wir jetzt mal versuchen, bei dieser Geschichte hier zu bleiben, so aussehen, dass man hier statt der orangenen zum Beispiel diese blaue Gerade nimmt. Die liegt nämlich schon im Ursprung und geht so schön vorstellbar nach oben rechts weg. Das würde in diesem Koordinatensystem ja dann irgendwie vielleicht so aussehen. Und damit haben wir den ersten Schritt schon erledigt. Was müssen wir dann gerade noch machen? Einen Punkt auf der Geraden festlegen. Ein Punkt auf der Gerade. Das könnte dann, weil das ja hier eine gleichmäßige Steigung hat, ist ja eine Diagonale durch den Raum, zum Beispiel der Punkt sein, der jetzt ein nach x verschoben ist, ein nach y verschoben ist und ein nach z verschoben. Das heißt, wie ist man da hingegangen? Man ist ein nach hier gegangen, ein nach da. Ich mach's mal so, dass man es erkennt. Und dann nochmal ein nach oben und erreicht diesen Punkt.
Und jetzt ist das Schöne hier, dadurch, dass das ja eine gleichmäßige Steigung ist, kommt man da auf den Punkt mit den Koordinaten 1, 1, 1. Das heißt, der letzte Schritt, eventuell multiplizieren, so wie wir das bei den Geraden, bei den Ebenen vorhin schon gesehen haben. Multiplizieren, um auf ganze Zahlen zu kommen. Dieser Schritt entfällt. Und wir können die Gerade direkt angeben mit 1, 1, 1 und wissen, das ist die Gerade mit Millerschen Indizes, die beschreibt, welche Gerade im kubisch raumzentrierten Gitter am dichtesten gepackt ist, und sind damit mit den Millerschen Indizes schon fertig.